der letzten Episode. Okay, die haben jetzt denselben Zustand, die Pfirsichkuchen. Die haben auch dieselben Kalorien, die Pfirsichkuchen. Also sie sind jetzt eigentlich identisch, aber es stapelt sie trotzdem nicht. Was da ist das? Ein Leder? Nee, ist ein Kaninchenfell. Das ist ja super. Angelzeug. Achso, es waren zwei Angelzeuge, Entschuldigung. Es waren noch zwei Pfeile. Es waren noch zwei Fische. Zwei Pfeile, zwei Beile, noch zwei, zwei Pfeile und nochmal zwei Fische. Und nur eins. Oh. Oh, das ist ja ärgerlich. Mist. Ah, du machst es einfach so, okay. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 18. Ja, die Gute hat Durst, die hat aber nicht nur Durst, die möchte auch gerne ein bisschen was futtern. Ich gucke nochmal gerade durch, ob wir jetzt was hier lassen. Wir können auf jeden Fall unten was in der Eisfischerhütte lassen. Hier lassen wir jetzt eigentlich... Ja, komm, dann legen wir mal die Jacke raus. Die ziehen wir auf jeden Fall nicht an. Die ist leider nicht mehr so gut und die Jeans lasse ich jetzt auch erstmal da. Wir kümmern uns jetzt nicht um das Thema Stoff. Wir kümmern uns jetzt um das Thema Bär. Okay. So, das muss aufs Bett. Ich guck nochmal. Nicht, dass ich da wieder das Falsche ablege. Mensch, diese störrischen Wölfe. Ist ja wie in echt. Ja, ob das jetzt Sinn macht mit der Leuchtbär. Wobei der Bär... Wollt ihr eigentlich gerade nicht mehr hier? Gut. Ideal, würde ich sagen. Ich dachte, wir müssen jetzt ewig hin, aber das Spiel hat ihn jetzt hier platziert. Ein Hoch auf die Backbär. Der müsste eigentlich ganz da hinten liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier zurückgerannt ist, weil normalerweise ist es so, dass er dann eigentlich den oberen Weg geht zurück. Aber ja, diesmal anscheinend nicht. Da ist jetzt auch gerade Nebel. Wenn es dann hauchkalt ist. Minus 2 Grad. So, legen wir jetzt erstmal ab. Also, das ist hier so ein bisschen so Werkzeugkiste. Warte mal, wir machen das mal so. Die bleiben hier. Genau. Die beiden drei... Achso, du kriegst drei Haken raus, echt? Genau. So, alles was leuchtet, also was zum Starten des Feuers ist, ist oben drin. Dann ist das hier schon mal sauberer. Dann schmeiße ich die alle erstmal rein, weil die werden wir jetzt nicht verwenden. Ja, ich muss ein paar Sachen rauslegen. Gut, den Topf noch hier rein und weil mir das zu mühsam ist. 18 Kilo, okay. Genau, Essen und Trinken ist angesagt. Speziell Trink macht uns dann leichter. Dann hoffe ich, dass wir nicht gleich dichten Nebel haben, aber das kann natürlich sein. Zumindest haben wir hier keine Wölfe. Ja, so schnell werden wir wohl die Region nicht verlassen. Da denkst du immer, das ist jetzt die letzte Aktion und das ist jetzt die letzte Aktion. Das ist alles Pustekuchen. Nichts ist hier die letzte Aktion. Du musst einfach irgendwann aufbrechen, weil ansonsten bleibst du hier ewig. Was diese Region natürlich dann auch ein bisschen kennzeichnet, weil du kannst tatsächlich in dieser Region auch ewig überleben, weil du halt ständig Sachen an der Eiskante halt, also speziell im Schleicher, ist es wirklich eine todsichere Sache. Weil du kriegst ja wirklich alles hier. Du kriegst Felle, du kriegst Brennholz, du kriegst Pfeile, du kriegst auch Schösslinge, also wenn du dann halt, was weiß ich, wenn dann mal dein Bogen kaputt gehen sollte, Därme und so weiter, das kannst du ja eh alles besorgen, das gibt's ja dann immer gratis quasi. Fische gibt es eh ohne Ende, du findest auch ab und zu Metallschrott, genau. Ja. Da oben haben wir noch eine Feder. Mehr gibt es nicht. Danke.
Ah ja, beide Pfeile sehr schön bei 2 Stunden. Auf geht's. Da wird aber rabiat jetzt. Das hat jetzt zweimal mit der Signalpistole nicht funktioniert. Alles fein gemacht. Und wir haben immer noch normalen Nebel. Und dafür haben wir schon mal die Erfahrungspunkte kassiert. Wie waren das jetzt eigentlich? Ich sehe 7. 7 ist immer eine sehr gut teilbare Zahl. Das ist immer nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Wenn du es gleichmäßig aufteilen willst, ansonsten wäre das Kletterseil. Das müsste eigentlich rauf an den Turm. Tatsächlich, da oben haben wir kein Seil gefunden. Das ist hier unten. So, Bär Nummer 2. So, da haben wir auch mit Därme ausgesorgt. Deswegen, da reicht es, wenn man dann ab und zu mal einen Bär holt, dann hat man da genügend Därme. Wahrscheinlich müssen wir 4-mal gehen. Müssen wir mal gucken. Halt. Ich meine, man könnte den Hauch ausziehen, aber das bringt einem nicht so wirklich viel, weil die Dinger wiegen 10 Kilo. Also so in die Richtung, nicht mal präzise 10 Kilo, aber knapp drunter. Das ist immer so die Grenze, wo das dann geteilt wird. Da wird einfach der Bär genommen. Da liegt noch ein Darm. Ja, das sind 7, okay. Ne, wir können 3 nehmen. Die sind nicht 10 Kilo, echt? Halt. 8,84 war diesmal die Zahl, okay. Was ist denn das? Ich habe ja gerade das Handy offen. 7 mal 8,84 sind 61,88, okay. Also was der wahrscheinlich macht ist, der nimmt einfach, teilt durch 10 und rundet auf. Und jetzt kommt der dichte Nebel, okay. Und das ist dann halt die, guck mal, wie nah der Schnee auftaucht auf diesen Bojen. Da diese orangenen. Die kommt dann natürlich noch hier rein, das ist klar. So, dichter Nebel ist natürlich ungeil. Dann werden wir halt händisch aktiv. Ja, das können wir hier. Wenn du die in den Säcken hast. Die Marmeladensäcke. Ist ja wie in echt. Wie oft geht man in Netto, kauft ein und kommt damit zum Marmeladensack nach Hause? Naja, der ist klar auf. Dann kann man den Rest holen. Es ändert sich nicht immer leicht die Farbe. Gut, alles klar. Dann nehmen wir jetzt 2. Und dann nochmal 2. Da müsste die eigentlich auch runterrollen können. Die sind ja gefroren. Das müsste jetzt eigentlich so ein 8,8 Kilo schwere Eisklotz sein. Die müsste ja eigentlich runterrollen können. 1, 2. Ja, dann werden wir heute erstmal nur zerlegen. Das Kochen folgt dann später. Ich werde jetzt nicht schon anfangen mit Kochen. Nebel ist ja gerade erst, also der ist ja gerade von dicht auf Normalnebel gewechselt. Dann dauert das jetzt nicht mehr lange, bis der halt dann wahrscheinlich dann in Schneefall oder so übergeht. Ja, jetzt ist es eine Linie, hervorragend. Gut. Es ist auch schön, dass wir rechts und links jeweils ein Feuer um die Hütte haben. Zwei Stück. Ich will gerade mal, warte, lass mich mal in die Inventur schauen. Ja, wir hätten 3 Ahornschösslinge in der Quonset und hier eine, da könnte man theoretisch ein Travois basteln. Naja, das lassen wir erstmal. Die Fische sind ja safe. Also meiner Meinung nach sind sie safe. Außer Hinterland verzockt dann irgendwann mal wieder was.
Aber ich sag mal, die sind jetzt safe. Wenn wir dann abreisen und wir kommen wieder, dann haben wir dann bei der Rückkehr garantiert bis da an den Travois. Dann kann man das ja mal ranholen. Da müssen wir sowieso an die Eiskante. Ja, jetzt klart's mich auf. Ich nehme aber an, dass das Spiel in deiner Abwesenheit da nicht spawnen lässt an der Eiskante. Denn das ist nicht so, dass wir wieder jetzt die ganze Welt durch sind und wir kommen hier 400 Tage später wieder, sage ich jetzt einfach mal. Naja. Ist ja ganz neugieriger. Ja gut, das wundert einen aber auch nicht. Er wird uns noch folgen, da bin ich mir relativ sicher, allein nur deswegen. Naja, kommt wieder rangehoppelt. Wo war es denn jetzt? Ja, da drüben bin ich lang gegangen, aber ganz klar. Ich sehe, du hast den Bogen raus. Tschüss. Das funktioniert so. Ich weiß nicht wieso. Du bist also bis zu dem Felsen gelaufen, das war dann dein Hindernis. Jetzt, und dann kommst du zurück, echt? Ne, drüben. Danke. Gibt's noch mehr Fleisch? Wie gesagt, wir basteln noch den Wolfspelzmantel. Na gut, wir haben jetzt erst das zweite Fell. Wir haben auch keine mitgenommen, richtig? Ist halt. Aus der Level 5. Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, wir haben hier nur eins. Das wird noch gar nichts mit dem Wolfsfell. Ich sag das immer nur. Tja. Dann ist es zumindest keine. Ja, hier ist einfach abgebogen. So, zack, hier drüber und dann. Nee. Gut. Das ist leichter. Kommt jetzt nicht noch einer, oder? Wer weiß es schon. Was sagt der Tag? Ja, ich will eigentlich jetzt nicht Werkzeug verwenden, weil wir sind jetzt wirklich nicht in Eile. Wir haben genug zu essen. Also wirklich genug. Das können wir wirklich. Achso, was legst du jetzt als erstes raus? Ja, das Fleisch. Gut. Also warte mal, gehen wir mal. Nehmen wir mal weg. Jetzt mal leer, genau. So, Hand bitte. Hand bitte. Also gefroren. Mist. Dann geht das ja schnell. Nein, nicht so schnell. Vielleicht müssen wir da nicht das beste Beil nehmen. Das wäre natürlich noch die Idee. Achso, jetzt oben drauf. Gib mir mal das Schlechtere. 1% Pfeil, echt? Der wird es natürlich noch lange mitmachen. Naja, die frieren alle. Okay, ja gut. Sind wir nicht bei Kadaver auch schon auf Richtung Level 5? Könnte. Na, wobei, das schaffen wir nicht damit. Wir kümmern uns auch gleich um den Wolf. Keine Sorge. Ach du Schande. Ja, wir sind auf dem Weg zu Level 5. Auf dem langen Weg. Ja, komm. Tja. Die Marmeladensäcke gab es halt im Discounter im sensationellen 7er Pack. Das gibt es ja mal diesmal beim Netto. Ich kenne halt den Netto nur deswegen, weil wir halt hier direkt neben uns ein Netto haben.
Da gab es, ich glaube, nach Ostern war das. Und vor Ostern hast du ja immer irgendwie alles, was Österliches ist. Und danach hatten sie 10 Frühstücksfleisch für keine Ahnung wie viel Euros. So. Schon wieder Nebel. Ja, wir machen erstmal das, genau. Das holen wir ja sowieso. Ja, und ich denke mir so, 10 Frühstücksfleisch, wie lange isst du da dran? Das ist irgendwie so Prepper-Gedanke dann, wenn irgendwie die Not kommt. Wahrscheinlich. Du könntest das jetzt mit der Hand rausholen, echt? Also der ist noch nicht komplett gefroren. Man sieht, dass er gefriert langsam zu. Ist aber immer noch sehr dehnbar. Nice. Ja, aufpassen, nicht hier, dass du die Feder isst, aus Versehen. Ja, das möchte ich natürlich nicht, dass das dann hier rumliegt. Okay, du kannst jetzt wieder. Gib mir mal so einen Riesenlachs. Wir hatten doch so einen 1900er. Nein, du hattest sie doch gerade eben erst. Du hattest doch den 1500er eben erst. Wo ist denn der 1900er? Wir hatten doch so ein Monster. Wieso haben wir 2 1707er Fische? Gib den mal. Da ist er. Nein, du sollst ihn essen. Da. Ah, du hast ihn trotzdem reinbekommen, okay. Schrapp, schrapp, die Waldfee, sag ich da nur. Okay, was haben wir sonst noch abzulegen? Genau. Nee, ich fange jetzt nicht an mit Kochen. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen lernen und dann war es das. Die 29% Pfeil zu legen wir auch. Das können wir uns leisten. Okay, haben wir sonst noch was zu tun? Nö, passt. Wie sieht es denn hier bei Reparaturumfang aus? Ist immer noch größer. Die hat, glaube ich, auch mehr. Genau, das sind, glaube ich, 40%. Das klatscht schon wieder auf. Mal gucken, wie viel wir noch lernen können. Also mindestens noch 2 Stunden sollten wir warten, bevor wir ins Bett gehen. So. Einmal hier warten. Mal gucken, ob es Aurora gibt. So, das Buch. Das liegt noch hier drin. Also das Wolfsfell. Naja gut. Ist egal. Machen wir zwei Stunden. Gucken, ob wir das schaffen. Ja. Nee, ist keine Aurora. So, hier sind die Wölfe. Also jetzt sind hier die Wölfe. Vorher war es nur der Wolf. Okay. Gut, das reicht, das reicht, das reicht. Wir sind ja nur knapp 9 Stunden im Bett. Gute Nacht. Und? Leichter Schneefall. Nicht so hundertprozentig ideales Wetter, um zu kochen. Aber Gott, wir müssen es machen. Uff, naja. Noch mehr Federn. So, dann machen wir erstmal Werkzeugtausch wieder. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. Getting a bit thirsty. So, dann nimmst du mal das Buch und gleich so einen Stapel Papier. Irgendwann brauchen wir das ja nicht mehr. Nee, ich glaube, Holzkohle haben wir wirklich genug. Ich will nichts für 100%, oder? Außerdem das. Warte mal, gib mir mal das Buch. 90, 95, Feuerstahl 100.
Gut, dann machen wir das halt so. Feuerchen. Ich fände es schön, wenn wir es mal auf Level 5 schaffen, weil dann geht das Feuer anzünden auch schneller. So, was haben wir denn in Brennholz? Wie viele Stöcke sind denn das? Das weiß man manchmal schon ganz gerne. Ja, komm, gib mir mal. Ich würde gerne Zahl eingeben, aber das geht nicht. Ich muss scrollen. So. Na dann. Lassen wir mal das Gerät. Warte mal. Ja, wir müssen die mal sortieren. Das sind natürlich auch. Ja, schon. Aber das sind ja auch kleine Stücke dabei. Übrigens, ja. Unser Schneekranz aus der vorletzten Folge ist leider verschwunden. So, Gewicht bitte. Die MAI ist die Grenze, okay. Gut zu wissen. Machen wir nämlich erstmal die kleinen Stücke. Ist das wieder ein großes? 1035. Achso. Gut, haben wir wieder ein kleines Stück geschaffen. Das war unnötig. Ja, Wasser müssen wir zwischendurch auch machen. 17 Minuten, okay. Jetzt ist wieder das falsche Beil. Nochmal. Beziehungsweise, weißt du was? Warte mal. Wir machen das mal rückgängig und wir nehmen mal das 24% Brecheisen. Mit immer weniger Zeit. Ich glaube, es ist fertig. Nee, ist es nicht. Wir können auch ein bisschen weitermachen. Jetzt. Ist noch immer Schneefall. Keine Sorge, das sieht irgendwann auch alles identisch aus. Drei Minuten hast du noch. Wolf. So. Ja, ihr bleibt mal schön da hinten. So, weiter aufschlagen. Gut. Dann haben wir 7 Minuten. Okay. Dann basteln wir die zweimal zusammen. Das sind ja, glaube ich, dann genau. Durch 10 Minuten, echt? Nee, dann nicht. Ich dachte, das wären 2 Minuten. Okay, aber jetzt. Einmal. Und noch einmal. Klingt wieder sehr, sehr windig. Weil es das auch ist. Habe ich hier draußen Trabbeln gehört? Nö, anscheinend nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört. Gut. Warte, dann haben wir noch ein kleines Wolfsstück hier. Das war dann... Genau. So, dann stelle ich mal auf A bis Z wieder um. Ist auch gerade rein. Ja, das könnte noch umschlagen, das Wetter. So, wie sieht das jetzt aus? Ja, wir sind alle 100%. Der Haken ist noch drin. Wir haben noch einen 17% Kaffee, echt? Also den gerade mal kochen. Welcher ist denn das? Der da. Und dann machen wir jetzt erstmal 2 Liter Wasser. Doch, machen wir. Escape wählt man das nicht aus. Also das ist hier halbes Wolfsstück. Sind die alle ganz Wolfsstücke? Das schon. Das auch. Gut, alles klar.
Naja. Ach so, warte mal. So, wir sind ja noch ein Weilchen hier. So, dann, ja, dann werden wir, achso. Dann werden wir ein bisschen angeln. Wir haben ja schon einen guten Skill. Ja, der Fisch hat Glück. Habe ich gerade die Escape-Taste gedrückt. Dann haben wir halt nur einen Lachs. Okay, das ist kein Nebel. Kein Nebel, okay. So. Gucken, was das Wetter heute noch macht. Bin nicht sicher. Okay. Der Ofen geht noch lang genug. Ja, ich kann mir vorstellen, was das Wetter heute noch macht. Es riecht Lunte. Das war's mit der Angeleine. Gut, dann lernen wir 20 Minuten. Halt, wir haben kein Stück. In der Tasche. Sieht auf jeden Fall nach Blizzard aus. Stürmisch, diesig und halb zugefroren. So. Weiter geht's. Guck mal, jetzt vielleicht um eine Dreiviertelstunde. Warte mal, wir sortieren die vielleicht. Das hilft ja dann schon. Wird das heute mal kein Nebeltag, anscheinend. Warte mal, gib mir mal das Altholz. So. Vielleicht müssen wir auch noch mal ins Gluthögel, was auch immer. Okay. Wie viel Zeit haben wir? Eine Dreiviertelstunde. Komm, 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 komm. Lebensaufgabe. Die gesamte Küstenstraße mit Bärenfleisch abdecken. Okay, weiter geht's. Okay, komm. Wieder rein. Ja, das Wetter hat sich noch nicht so hundertprozentig entschieden, aber wer weiß das schon. So, weiter geht's. So ein bisschen Nebel vielleicht mal ausnahmsweise mal wieder. Was ja eigentlich schon die letzten Tage fast permanent haben. Oh, das sieht ja krass aus. Puff. Da möchtest du eigentlich dann nicht draußen sein. Ein Fisch. Und Finsternis. Wirklich finster. Wo? 4, 6, 8, ist nur 10. Okay, alles klar. Habe ich gleich richtig gemacht. Kennt man ja gar nicht. So, noch ein Fisch, gut. Und. Wird immer finsterer. Also, jetzt habe ich den Fisch hier rausgelegt. Halt, gib den mal her. So, ja, das Feuer geht noch. Sehr schön, weiter geht's. Der kam gerade richtig. So, das war wieder eine Regenbogenforelle. Gut, dann legst du halt zum Lachs. Nächste Reihe. Immer noch genügend. Halt, da ist es schon wieder zugefroren. Ah ja, okay, ist aufgeklärt. Ein Lachs, nice.
Nein, nicht den Fisch. Nicht den Fisch. Die Fische sind noch nicht dran. Die kommen erst später. Die Wölfe sind noch sehr weit weg. Okay, gut. Eine Dreiviertelstunde, bitte. Dann werden wir erstmal weiter lernen. So, halbe Stunde ungefähr. Gut. Junge, Junge, der Teppich wächst. Aber das kriegt man durch, das ist kein Problem. Wir ziehen das jetzt auch durch. Wie viel Holz haben wir noch in der Hand? Was Stöcke, du? Echt, das Altholz ist schon alles weg. Krass. So, der Schrank ist leer. Nochmal 6 Stunden drauf. Also, du hast Durst. Sollen wir was essen? Nochmal Lachs vielleicht. Dein Omega-3-Depot ist aber inzwischen auch monströs. Und wieder leicht, Edge. Okay. Nächste Angelsession. Es ist unangenehm warm. Tatsächlich. So. Wenn nicht, dass hier schon wieder der nächste Bär kommt, muss ich das eintragen mit den Bären. Guck mal, wie lange wir schon keine Aurora mehr hatten. War das nicht an dem Tag? Nee, es war an dem Tag. Genau. Hier haben wir zerlegt und hertransportiert und hier kocht man ab. Wir sind... Nee, Quatsch. Das stimmt gar nicht. Die Tage gehen ja am Abend rum. Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe es mal hier rein. Wobei, sage ich auch fast egal ist, aber ich schreibe es trotzdem mal rein. Oder habe ich das woanders festgehalten? Wie ist denn das auf der 1? Das war Elch, okay. Das habe ich überhaupt nicht eingetragen, genau. Geh nochmal ins Tagesprotokoll zurück. Ich trage das mal raus. Und ich trage das mal hier rein, dass das 36. Wobei wir ihn da ja eigentlich nicht wir haben ihn da den Elch ja nicht getötet, sondern nur gesichtet. Na gut. Ist auch egal. Ne, 1 reicht. Dann machen wir es halt so. Ich will es halt nicht essen. Wir haben unser Risiko noch, ja. Nee, nee, nee. Das ist erst nächste Nacht. Halt. Stell dir vor, es ist Wochenende und du hast sturmfreie Bude. Also quasi Dauerzustand in diesem Spiel. Ein Lachs. Noch ein Lachs. Oh. Level 3 Eisfischen. Nice. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht für die Angelschnurgeschichte. Okay. Du bist ziemlich gut im Eisfischen. Deine Schnur reißt nur noch selten. Und du fängst mehr Fische pro Stunde. Angelzeit um 10% verringert. 5% Chance auf Reißen der Schnur beim Fangen. Von 8. Ja, das ist krass. Das macht sich dann schon bemerkbar. Gut, jetzt kein Fisch. Ich denke mal, dass wir Nebel bekommen, wenn wir fertig sind. Oder das Holz alle ist. Gut, passt. Ja. Das heißt, jetzt ist auch nichts mehr mit Angeln, außer wir geben dir was Putschendes zu essen. Hm? Ich schätze, der Energy-Drink zählt nicht darunter. Wieder ein Lachs, sehr schön. So.
Tschüss, Mond. Die Sonne geht bald auf. War das Vollmond? Gut. Ist ja nicht so, dass wir nichts, damit es hell, dass wir nichts zu tun hätten. Hallo. Danke. So, nächste Reihe. Wir kommen langsam runter. Mit dem Wasser übrigens auch, okay. Ja, wahrscheinlich schon. So. Wir machen das am geschicktesten. Dann kriegst du jetzt wieder einen Pfirsichkuchen. Zum Glück nicht so viel Kalorien. Und trinkst mal so halb voll. Kaffee gibt es vielleicht später. Halt. Und angeln. Es schneit schon wieder. Ja, wir könnten jetzt wieder essen, aber wir sind relativ satt. Deswegen gibt es jetzt nichts. Tja. Da geht's zu einer Jäger. Da haben wir noch eine Zeder und noch mehr. Davon. Wieso habe ich eigentlich... die Fackel kannst du übrigens zurück tun. Warte mal. Machen wir das mal so. Da sollte auch nichts in der Richtung sein. Genau. Okay, alles klar. Altholz, Zeder. Und zwei Kohlen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde wieder angeln. Aber da kommt nichts rum. Kriegen wir jetzt den Blizzard, den wir am letzten Tag schon gedacht hatten, dass der kommt. Mal gucken. Da wird Fischli, sehr schön. Schmeißen wir das mal als erstes raus, ist ein bisschen einfacher. Oder kann sich das Wetter wieder nicht entscheiden? Sehr unschlüssiges Wetter. Nice. Noch ein Lachs. Ja, wir sind fast mit dem Bär durch. Kostet so natürlich extrem viel Holz. Lass uns mal zur Zeder schnaufen. Beziehungsweise gib mir mal einen Kaffee. 98, 68, 67. Nimm die jetzt ab, oder was? Die Kaffees. Ja, komm, geh raus. Oh, nichts mehr mit Schnaufen. Ja, bloß minus eine Dreiviertelstunde. Das müsste ja eigentlich funktionieren, oder? Halt, mit dem Ball. Genau, exakte Dreiviertelstunde. Gut. Dann haben wir nämlich jetzt erstmal wieder ein bisschen... gutes Brennholz. Gut, so kann man wenigstens parallel angeln. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn man halt die Feuer an hätte wegen Nebel, dann wäre es natürlich ratzfatz durch. Da wäre nichts mit Angeln, weil... Na, das ist fertig. Sehr schön. Vorletzter Bär. Wenn wir fertig sind mit dem Bär, gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind, kochtechnisch. Ich schätze, es ist deprimierend. Deprimierend wenig. Gut. Das ist eine gute Dauer. So, dreiviertel Stunde bitte. Nix Fisch. Okay. So, der letzte Bär. Denken wir gar nicht, dass das 60 Kilo waren. Also die sind ja, die sind ja nur die Hälfte, weil... Warum auch immer. Wahrscheinlich ist der Rest fett. Wobei das auch gut wäre, dann könnte jetzt nämlich Brennmaterial. Das war's mit dem Bär. Da denkt man auch nicht, dass das zwei Bären sind, oder? Ja. Du brauchst im Prinzip
Ich fürchte, dass 4 Bären wären knapp. 4 Bären werden sehr, sehr knapp. Wir werden natürlich jetzt das hier noch alles abkochen. Das ist schon wieder. Ja, das stimmt. Oh ja, Wasser. Mensch, Nebel. Haben wir echt die Dosen hier? Die haben wir gar nicht hier. Das ist natürlich ungünstig. Warte mal. Wir machen jetzt mal den Dosen ran und holen die Dosen ran. Sicher ist, beziehungsweise so. Mit dem Bär hat man natürlich jetzt extremes Glück, dass wir. Dass der hier lag. Dass das Spiel den hierher transportiert hat. Haben wir da noch mehr drin? Nur interessenshalber, nö. Gut. Wo zu schlafen? Als das ein Stock. Ja, wir werden wahrscheinlich bis heute Abend durchkochen. Das ist jetzt nicht mehr so lange. Ich denke auch nicht, dass wir alle Fische abgekocht bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schön wäre es, wenn es noch Nebel geben würde. Dann könnte man zumindest in den kleinen Feuer noch ein bisschen Wasser dabei machen, aber das es will nicht. Wolf ist weg. Und wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir die, ja. Genau. Dass wir die Regenbogenforellen und Lachs ein bisschen mehr trennen. 9 Minuten. Na, sehr schön ist das aber nicht. Besser. 43 Minuten. Ah ja. Da kommt noch einer. So, da gibt es nachher noch mal einen Pfirsichkuchen, damit wir während die Fische grillen, ein bisschen lernen können. Vorher gibt es aber nicht. Okay. 3/4 Stunde sowas in der Drehe. Dann zum Ende noch ein Fisch. Beziehungsweise kannst du mir gleich geben. So. Ja, jetzt könnte er kommen. 51 Minuten, okay. Rinn mit den Stöcken. Oder den Kohlen erstmal. Ja, das dürfte es wahrscheinlich dann noch sein. Wir werden ja am Ende nochmal den Topf mit Wasser füllen und kochen lassen. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich wollte doch irgendwas machen. Also ja. Okay, der Wolf hat einen riesen Unterschied gemacht. Okay, und jetzt gibt es den letzten Pfirsichkuchen. Genau. Wasser haben wir genug, alles klar. Dann 1/2 Stunde bitte. Dreimal Escape. Doch, kannst du. 26 Minuten. Das ist natürlich relativ kurz. Aber so ist es halt. Halt, ich muss natürlich gucken, wie lange das geht. Uch, die werden immer kleiner. Naja, wenn das so weitergeht, dann kommen wir da immer noch relativ produktiv hier. Ja, die Sache ist natürlich, das geht ja auch stückweise. Also es ist eigentlich besser, wenn du kleine Fische hast, weil du natürlich dann, also Quatsch, ich sollte finden. 1/2 Stunde, okay. Nein, weil du dann mehr Punkte pro Kilogramm bekommst im Prinzip. Komm, Dankeschön. 37 Minuten. Ja, solange wir noch lernen können, machen wir das auch.
night is coming. Ja, ich weiß. Ich denke, das ist jetzt auch gleich warm mit dem Auge, aber ich quetsche noch raus, was raus zu quetschen ist. Okay. Ich denke, das ist das Auge. Nein, ist es nicht. Was? Wir haben mal wieder Aurora, echt? Okay, dann trage ich das hier. Halt! Ja, wir gehen gleich ins Bett. Mist, ja, das ist natürlich jetzt blöd. Wir müssen direkt neu starten. Ja, es hilft nichts. Gib mir mal die Fackel. Da habe ich nicht drauf geachtet. Weil die Fische alle nur so klein sind, dann denkst du halt, naja, hast ja noch ewig. Aber hast du nicht. Gut. Dann machen wir klassisch Feuer. Gut, dann gehen wir noch mit. Gehen wir schlafen mit der hinteren Hütte. Wen interessiert? Da können wir nämlich mal gucken, ob es eine neue Nachricht gibt. Come on, little fire. Welches Feuer? Das musste sie jetzt sich erst nochmal geben. Gut. Dann geht es nämlich jetzt weiter. Ziehen wir mal eine Cola. So, also es sind trotzdem 20 Minuten. Geht nochmal von vorne los. Na gut. Gut, dann lernen wir nicht. Dann machen wir den Fisch noch fertig. So, und jetzt 2 Liter Wasser. Brauchen wir 12, 24, 1, 36 an Feuer. Gut. Das fliegt erstmal wieder rein. Okay. Ist ja angefangen. Ja. Okay. Wie viel haben wir frei? 1200. Ungefähr. Ja, das ist 1900. Okay. Separieren wir den mal ein bisschen. 1800. Okay, der ist auch nicht so ganz so klein. Müsste irgendwie so Sortierfunktion geben. Sag mal, ich hätte gerne mal den mit. Was ist das für ein mittlerer Lachs? Ja, gib den mal her. 1700, okay. Nee, ist zu viel. Dann halt Sprotte. Und Sprotte. So, haben wir genug Wasser? Ja, reicht das mal. Mama wieder Aurora. Ja, der Bär soll jetzt eigentlich nicht wiederkommen. Das würde mich jetzt schwer wundern. Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn du die ganze Nacht durchzechst, dann hast du natürlich in der nächsten Nacht dann gleich wieder Bock auf den Trink. Das ist ja klar. Wem geht's nicht auch so? Die Studienzeit war auch immer so eine Zeit, wo man mit so einem leicht hängendem Auge rumgerannt ist, weil man eigentlich immer zu wenig Schlaf hatte. Sobald du wieder halbwegs fit warst, hast du gleich wieder die Nacht halb durchgemacht. Wenn nicht gleich komplett. So, im Interloper müsste man zur Kaninchenhainhütte rauf. Wir nicht. Ich habe heute massig Leine ausgeworfen, tatsächlich ein anständiges Ergebnis erreicht. Ist schon eine Weile her, dass ich solche Zahlen in meinem Buch schreiben konnte. Nicht gerade eine Erholung, aber das passt zu meinem Einfall wegen der Flotte vom Festland und ihren Bewegungen. Herzlichen Glückwunsch, wenn wer Epileptiker ist. Meine Fresse. Okay, ab in die Nacht. Bogen weg, komm. Hier drin droht uns wahrscheinlich keine Gefahr. Gut, sehr schön. 36 Tage, 14 Stunden. Ja, wir sind jetzt, was machen wir am geschicktesten? Ugh. Echt? Wie viele Wölfe sind das? Ich würde ja sagen 2. Also dann können wir ja doch einen Wolfspelzmantel machen, wenn der fertig ist. Okay, was wir machen am nächsten Tag ist, wir gehen zum Gluthügel-Kohlenbergwerk rauf. Wir waren da schon Ewigkeiten nicht mehr drin. Von daher sollten wir ordentlich Kohlen wieder rausholen. Weil wir haben den Vorrat hier gut geplündert. Machen wir es oder machen wir es nicht? Ich überlege, ob wir kurz mal dass wir sozusagen einen Rundweg laufen. Wir könnten das Seil mitnehmen, dass wir das am Turm anbringen. Und dann gehen wir mal am Dorf vorbei und schnappen uns mal die ganzen Ahornschösslinge, vielleicht Öl. Also trinkbares Öl. Also trinkbar in Anführungsstrichen Speiseöl.
damit wir hier auch was kochen können, weil hier fehlt tatsächlich Öl. Wir haben sehr viel in der Quonset. Außerdem könnte man, wie schon gesagt, die Schösslinge herholen, weil dann könnte man sich tatsächlich den Trawar basteln. Und mit dem Trawar könnten wir da die Fische holen, die an der Eiskante liegen. Da hätte man noch mehr. Außerdem brauchen wir den Trawar sowieso früher oder später. Von daher wäre es eh praktisch, sich das Ding mal zuzulegen. Und bis das alles getan ist, ist wahrscheinlich das Wolfsfell in der Einhütte dann sowieso auch getrocknet. Da könnte man sich auch in den Wolfspelzmantel machen. Also auch hier, wir haben viel zu tun, alter Schwede. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao.